Die Ferien haben begonnen. Auch in Haltern mehren sich die Anfragen nach Ausflugszielen und Übernachtungsmöglichkeiten. Das Telefon steht nicht mehr still, weiß Andrea Böing von der Halterner Stadtagentur. Oh, bei uns bedeutet das jede Menge Anfragen, jede Menge Buchungen. Meine Kollegen und ich versuchen, Gruppen unterzubringen noch und versuchen auch Pauschalprogramme für die Gruppen zu organisieren. Das heißt Tagesausflüge, Mehrtagesausflüge. Also die Anfragen sind sehr groß im Moment und das bedeutet für uns einfach Hochkonjunktur. In der Außengastronomie steht Jupps Biergarten an erster Stelle bei den Besuchern aus dem nahen Ruhrgebiet. Besonders für Kinder haben sich die Betreiber in den Ferien etwas einfallen lassen. Ja, nochmal ein Aufschwung mit netten Gästen, vielen Kindern, Trubel von morgens bis abends. Aber so war der Plan. Das Wichtigste ist unsere Schatzkiste für die Kinder. Und ansonsten haben wir immer mal Angebote zum Kinderteller dazu. Dann gibt es mal ein Eis, dann gibt es mal eine schönere Überraschung nochmal dabei. Ne? Ja. Gegen Mittag kommen jetzt die Besucher scharenweise in den Biergarten, davon viele von außerhalb. Ich bin jetzt das dritte Mal hier. Es gefällt mir einfach sehr gut. Es ist ruhig, entspannt. Ja, man kann gut sitzen. Das ist einfach schön. Ja, wir machen in der Regel Fahrradtouren, auch um den See herum. Die Fahrradwege sind wirklich gut. Ja, ist schon eine tolle Urlaubsgegend. Ja, mit dem Fahrrad am Kanal entlang im Sommer. Wir fahren öfter nach Haltern auch so in die Stadt und im Sommer speziell hier. Jetzt habe ich Besuch aus Hessen und jetzt zeige ich ihr mal auch den schönen Halterner See. Aber ich beneide sie um die schönen Fahrradwege. Bei uns wird das erst alles nach und nach aufgebaut. Das ist jetzt im Kommen, gerade in Nordhessen werden viele Fahrradwege gebaut. Gott sei Dank. Mit dem 49-Euro-Ticket sind wir hier mit dem Zug gekommen. Und dann haben wir einen schönen Spaziergang hier runter gemacht. Nicht weit weg, wir kommen aus Herne. Aus Herne, mit dem Fahrrad? Nein, mit dem PKW. Wir sind beide nicht so mehr gut zu Fuß. Und ja, einen schönen Ausflug machen wir ein bisschen hier bei dem angenehmen Wetter. Ja. Ich war schon als Kind hier. Oder war das hier alles noch nicht? Ja. Wir wollen gleich noch schick essen gehen. Ja. Und dann noch in die Innenstadt. Das touristische Angebot ändert sich ständig, so Andrea Böing von der Stadtagentur. Touristische Änderung, die größte Änderung ist, dass das Fahrgastschiff Möwe wieder über den Halterner Stausee kreuzt. Und da gibt es natürlich jede Menge Anfragen. Wir arbeiten da sehr eng mit dem Seeblick, die das Schiff gepachtet haben, und den Stadtwerken zusammen und bieten auch Gruppenangebote an für Kaffeefahrten oder auch Frühstück oder Snacks, die man auf dem Schiff zu sich nehmen kann. Und die Übernachtungsmöglichkeiten sind im Moment so gut wie ausgebucht. Es gibt innerhalb der Woche noch mal ein Zimmerchen oder eine Ferienwohnung, aber die Auslastung ist im Moment sehr hoch. Wir haben, wie gesagt, Hochsaison und da kann man vielleicht Glück haben, zwischendurch noch mal ein, zwei Nächte dazwischen zu kommen. Ansonsten sind wir ausgebucht. Ja, bei den Hotelzimmern liegen die Preise so zwischen 75, 80 Euro für ein Doppelzimmer mit Frühstück bis hoch zu 150 Euro. Ferienwohnungen sind dann etwas preiswerter. Die gibt es schon für ein kleines Apartment so ab 60, 70 Euro. Ein weiteres Highlight ist der Kletterwald Haltern, Jupps Nachbar nebenan. Auch hier herrscht jetzt Hochkonjunktur. Die Ferien muss man einfach anders bedienen, weil wir eben doch unsere Hauptkundschaft tatsächlich in den Ferien haben. Also besonders in den Sommerferien. Aber das teilt sich bei uns auf einmal in die Kids-Parcours. Das sind für die 5- bis 9-Jährigen. Davon haben wir 3 plus eine Seilbahn. Die sind bewusst ein bisschen natürlich einfacher gebaut für die kleinen Kinder. Ist vom Prinzip her aber sehr, sehr ähnlich gebaut zu den hohen Parcours. Das ist dann der andere Bereich. Davon haben wir 10 hohe Parcours, die dann für die 8-Jährigen ab 1,30 Meter dann natürlich bis 95, sag ich mal. Unser ältester Teilnehmer, glaube ich, 86. Der Kick am Ende der Klettertour naht. Ein Sprung aus 12 Metern Höhe in die Tiefe. War ganz einfach. Ja? Ja. Kommen Sie hier aus der Nähe? Oder? Ich komme aus der Nähe Leverkusen. Ach, von also hier im Urlaub. Ach so.
Die Halterner Tourismusbetriebe haben sich für den Ferienandrang vorbereitet. Sie hoffen, dass die Nachfrage auch weiterhin anhält.